Heyo, Servus und Hallo zum nächsten Phasmophobia-Stream. Heute sogar mit ein paar Herausforderungen. Die laufen zwar nicht so besonders gut, aber ich bin ja noch am Lernen. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Like da und ich wünsche euch viel Spaß. Gut, alles klar, ich bin bereit. Wascht, die Map auch. Schön. Und ein Bärchen. Bin heute ein bisschen blass auf der Nase. Bis gestern in der Sonne warst. Könnte sein. Vielleicht ist auch einfach nur das Licht viel zu krass aufgedreht hier. Das sieht, glaube ich, besser aus. Oder hast du viel Concealer drauf? Nee, ich habe gar nichts drauf. so. Alles ist möglich, solange du wild bist. Genau. Gut, wo sind wir denn? Michelle Barton. Oh, was für ein geiler Name. Bestimmt ein sympathischer Geist. Oder wo voll die Bitch aus sich her glaubt bei dem Namen. Michelle klingt eher nach Bitch-Name. Kenn ich zu viele von. Puh. Ja, schon, gell? Ja, also schlimmster Name, den es gibt. Okay, stell dir vor, heute funktioniert mein Bot sogar wieder im Chat. Oh. Perfecto mundo. Schauen wir mal, wo du Michelle ist. Der Fischkopf. Ich muss dich noch mal ein bisschen runterdrehen, jetzt glaube ich, passt besser. Licht ist an. Alles klar. Mal schauen, ob die dann auch so ein Agro-Bolzen ist wie der Harold gestern. Warst du im Keller? Nee, Kellertür ist offen. Nice. Ich schaue erstmal nach den verfluchten Gegenständen. Hier ist ein Knochen. Nice. Kommen wieder meine Fotosession die ganze Zeit zum Einsatz. Ja, genau. Auf was sind wir eigentlich? Auf Profi, oder? Ja. Okay. Ja. Ich bin schon wieder so niedrig. Kamera wieder falsch eingestellt. Passt. Was ist 1845 für eine Vorwahl? 1845. 5. Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hi, mein Name ist Helena. Ich bin eine Recruiterin für internationale Jobs. Alles klar. Komisch. Machen wir da alles aus hier. Wozu? Also ich habe bis jetzt noch keine Gegenstände gesehen oder gehört. Ich auch nicht. Michelle, wirf mal was. Garage ist auch nichts. Okay, dann packe ich mal schon langsam das Thermometer aus. Also verstecken kann man sich wieder hier hinterm Regal. Mhm. Ah, oder was okay. Ein bisschen dämlicher, das Versteck ist hier so. Ja, okay. Ah, ich glaube, ich habe es gehört. Ich habe auch was gehört, oder war bloß ich das? Ne, das ist, wenn ich schneller laufe. Dann stampfe ich richtig am Boden rum, oder? Ne, hier liegt was, okay, da ist was geflogen. Ja. Oh, Temperatur. Ich habe Atem, Temperatur wird niedriger. Das ist wieder ein Flurgeist. Hier hinten wird es wieder wärmer, vorne war es kälter. Also Küchengeist, oder? Küche, ja. Ja, ich glaube, das ist relativ eindeutig in der Küche. Kann bestimmt gut kochen, der Geist. Warte mal kurz.
So, sorry, gestorben bin ich noch nicht, bin wieder da. So, Thermometer ist immer noch über null. Ich lass mal. Ich glaube, das ist eine blöde Stelle, um das hinzulegen. Ich glaube, ich sollte es lieber hier herlegen irgendwo. Oh, oh scheiße. Boah, da ist nichts zum Verstecken, verdammt. Oh. Garage. Naja, er hat mich erwischt. Okay. Ah. Ach, Michelle. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr laut. So, ich habe mal ein bisschen runtergedreht für den Stream. Ich muss mal kurz die Kamera einstellen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu niedrig schon wieder. Irgendwie passe ich nicht so ganz in den Bildausschnitt hier rein. So. Gut, und du? Du hast es geschafft, oder? Ja, du hast es geschafft. Du hast dich natürlich versteckt. Der war gemein. Es ist eine Michelle, was erwartest du? Ja, super. Ich bin davon ausgegangen, dass hier hinten immer noch die Kisten stehen, aber auf Profi stehen die da nicht. Ha, lul. Die variieren immer. So, aber er ist definitiv aus der Küche gekommen, okay. Ach, ich würde sterben. Da irgendwas rum? War ich da eine Leiche gut erwischt? Jawohl. EMF rührt sich da nicht. Kann ich das in die Hand nehmen? Nein. Nö, das kann ich nicht in die Hand, oder? Nein. Nee, das kann ich nicht in die Hand nehmen. Temperatur sehe ich nicht. Soll ich gleich? Schön. In der Garage. Läuft ins Wohnzimmer. Hinter im Flur. Schmeißt Sachen rum. Ich glaube, der ist im Keller runter. Wie lange will die noch handeln? Ach, vorbei, gut. Ist fertig, glaube ich. Ja. Bisschen unschlüssig, ob das passt. Könnte gehen, sehe ich als die Dots auch? Normal schon, oder? Ja. Müsste man ja grundsätzlich sehen, ja. Okay. Ja, ich hab da ziemlich scheiße platziert. Würde nur nicht mal sagen. Man sieht da nicht wirklich viel. Hast du. Ach so. Mhm. Ja. Ist richtig. Log schon mal irgendwas ein, ich werde gleich sterben. Ich habe 0% Sanity. Supi. Mhm. Schreibe in das Buch. Bist du hier? Wo bist du? Wartet. Kommt in die Garage.
in der Küche, geht wieder, geht in den Keller wieder. Ist fertig. Was? Schreibe in das Buch. Ah, noch nicht ganz neu gerade. Wo bist du? Jetzt nochmal alles abchecken. Du hörst es ja, falls sie ins Buch schreiben sollte, oder? Sollte ich, ja, wenn ich das Buch jetzt noch sehen würde, wäre es mir sogar lieber. Soll ich es anmachen? Ich sehe das Buch, nee, ich sehe das Buch. Da passiert aber nichts. Da passiert aber nichts. Oh, hab's es auch, niente. EMF schlägt aus. Geht aber nicht über 5. Scheiße. Ich geh dann nochmal ran in die gute Stube. Auf 9, Hans. Ups, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Kommt in die Garage. Kommt zurück in die Küche. Geht wieder in den Keller. Bleibt im Keller. Kommt wieder zurück. Kommt hoch. Ist fertig. Nice. Welche Tür hat sie berührt? Hier die Kellertür. Könnte schon zu lange sein. Wie lange hast du Zeit dafür? Hab's gefunden. Fingerabdruck. Ah, du hast du was gesehen? Okay, die sehe ich dann nicht. Alles klar. Schreibe in das Buch. Achtung. Geht nach vorne. Wo bist du hin? Übliches Versteck. Geht in den Keller. Ist im Keller. Kommt wieder zurück. Ist fertig. Was haben wir? Fingerabdrücke, haben wir gesagt. Ultraviolence. Ja, ich tendiere fast zum Poltergeist, so viel wie der rumhaut. Was braucht der Poltergeist? Moment. Ich glaube EMF, wenn mich nicht alles täuscht. Geisterbox und Buch. Gerade die zwei Sachen, wo er überhaupt nicht reagiert. Dots haben wir aber auch noch nicht gesehen, ne? Ah ja, hätte ich nochmal schauen können. Ich habe jetzt einfach straight das Kruzi geholt. Mhm. Ich sag doch, so eine Bitch, die gibt keine Beweise. Sieht schlecht aus, oder? Jupp. Keine Orbs. Keine Dots. Lieben wir. Ja, weil so viel wie die rumhaut, ist es halt schon oder spricht stark dafür, dass es ein Polti ist. Stimmt, ja.
Ich würde sagen, wir könnten einen Poltergeist-Test machen, aber bis ich da alles zusammen habe, bin ich tot. Ah, jetzt ist genau bei 0 Grad. Wo bist du? Event. Oder? Ja. Ja, okay. Died. Ah, Geisterbox. Da ist sie doch, die Box. Poltergeist, Phantom oder Mimik. Achtung. War's Event, oder? War, glaube ich, Event, ja. Ich sehe und höre ihn sonst nicht. Warte gleich ab, die Hand den eh gleich. Oder brennt das Kruzi schon? Nö. Safe, ich geh raus und die fängt an. Ja, Achtung. Wo ist sie? Garage. Kommt in die Küche. Geht wieder in den Keller. Stalkt ihr da unten anscheinend. Keller. Schmeißt aber immer Zeug durch die Gegend, immer. Wird Sau. Ist bestimmt ein Poltergeist. Lock schon mal ein. Poltergeist, was braucht denn der Geist? Poltergeist, Buch. Was brauchen die anderen? Ist fertig. Phantom, halt Quatsch. Phantom? Phantom hätte doch schon viel früher gejagt, oder? Oh nee, was machen wir denn? Was mache ich denn? Beweise, Geister, Phantom. Schreib's jetzt mal ins Buch. Phantom bräuchte Dots. Geisterbox. Ultraviolett. Also ist mir. Achtung! Ist das ein Event? Ich denke. Wo bin ich denn noch? Ich bin unten. Vor lauter im Buch rumgucken. War doch kein Event. War doch ein Event. Buch ist immer noch nichts geschrieben. Schreibe in das Buch. Michelle, schreibe in das Buch. Sei eine gute Schülerin. Michelle, ich habe das Buch extra schön platziert. Also schreib hin, du blöde Sau, wenn du schon ins Kruzifix übergehst. Psst. Ach, die Scheißbox regt mich jetzt auf. Oh, mach mal aus, ja, sie hat eh geantwortet. Was sagt, ja, ja. Was sagt das Thermo? Das Thermo ist immer noch nichts, oder? Aber es wäre ja auch Blödsinn, glaube ich. Ja, gerade. Gibt's überhaupt was mit Dings? Warte mal. Wenn Temperatur, dann wäre es nur noch Mimik. Geisterbuch wäre Poltergeist. Ja, es ist fast auf dem Strich. Hast du fast auf. Ja, es muss, müsste schon drunter sein. Ah, Dots! Haben wir Dots jetzt eigentlich? Ja. Ja, dann ist es Poltergeist, oder? Dots war, glaube ich, Poltergeist. Phantom? Nee, Phantom. Ich habe gerade aufs Thermometer, dann läuft durch. Ja, gut, er hat relativ früh schon gehandelt, glaube ich, oder? Klar, weil ich bin ja gleich gestorben. Ich bin relativ früh gestorben, ja. Ja, dann Phantom. Der Rest war sicher. Ultraviolett und Geisterbox, ja. Dann Phantom. Hast du eingeloggt? Hab ich. Passt. Dann Abfahrt. Hi. Hilfe! Lass mich noch mit, lass mich noch mit! Ich komme nicht mehr ins Auto zu rein. Zu spät. Alles klar. Tschüss. Viel Spaß. Danke, ich fahre in die Antarktis. Trink mit Pinguinen. Vielleicht hast du jetzt dein Level 10.
175? Ne. 100 fehlen mir noch. Hast du $175 plus? Ich habe $175 plus bekommen. Ja, mir fehlen noch 100, dann hätte ich Level 10. Soll ich dir sagen, wie viel ich gekriegt habe? Wie viel? 750. Ja, super, nice. Ich bin ja gleich am Anfang gestorben. Da ist mir im Endeffekt direkt ins Knack gesprungen. Machen wir Zufall. Was ist Zufall? Das Spiel sucht was aus für uns. Kann man von mir aus machen, ja. Wir landen mal unter Umständen zwar wieder in einer großen Map, aber okay. Ja. Ah, nee, es geht sogar. Maple Lodge Campsite. Die haben wir noch nicht gehabt. Ah, stimmt, genau. Ich war gerade überlegen, aber die hatten wir noch nicht. Ah. Miep, miep, miep. So. Haben wir mal passiert? Reagiert auf, wir sind nicht sicher. Okay. Richard Halstead. Ja, Halstead. Nice. Ich vergesse immer Kamera. Okay. Flackert hier drin schon alles. So, wir sind nicht sicher, sagt er. Alla. Was ist hier los? I don't know. Jetzt geht's wieder. Hat gerade geruckelt. Wie die Hölle. Solange es nicht passiert, wenn der Geist huntet. Das wäre schlecht. Ein bisschen. Susu schreibt gerade, jetzt ist Misha immer noch müde. Was soll das denn das heißen? Wahrscheinlich, weil du gerade gegähnt hast. Ich glaube, die Map muss bei mir einfach noch laden, deswegen ruckelt es bei mir gerade. Okay, ja. Ah. Alter, quietscht das Ding. Entschuldigung, sind meine Knochen. Ach so, okay. Beim Gähnen. Okay, warte. Oh mein Gott. Okay. Ah, leck mich am Arsch. Jetzt bin ich zu blöd. Jetzt krieg ich das scheiß Zelt nicht hin. Du kriegst es nicht zu, oder was? Nein. Jetzt halt die Schnauze voll. Kein Bock mehr. Ah, ich hab einen Spiegel. Okay. Ich habe einen Schlafsack. Was? Ich würde sagen, der Spiegel ist besser. Das würde ich auch vermuten. Er ist im Bad. Moment. So, da bin ich wieder, sorry. Kein Schluss. So. Das ist auch cool. Kann man sich in den kleinen Zelten gut verstecken. Zelten gut verstecken. Das ist voll praktisch. So, Licht ist an. Ich habe keine Ahnung, wo die große Beleuchtung ist. Das hier sieht nach nichts aus. Er ist im Bad. Sicher. Ja. In welchem Bad? Ich bin hier auch gerade im Bad. Hast du noch eins? In welchem Bad bist? Hast du noch eins? Nee, in welchem Bad? Warte, vorne. Vorne rechts ist noch eins. Hier. Nur da ist nur eins. Aber, und da war er drin, meinst du?
Weil? Ich die Wände gesehen habe. Die Wände? Hast du Fingerabdrücke meinst du, oder was? Nein. Der Spiegel hat es mir zugeflüstert. Ach, jetzt, du hast einen Spiegel geguckt. Na super, Sanity ist im Keller, oder? Das sind. Thermometer aber sagt nein. Gut, Thermometer ist sowieso. Ich wollte dir gerade Klopapier schenken. Mir Klopapier schenken? Ja, es liegt da. Weil du einfach weitergegangen bist. Alles klar. Gut, Thermometer bringt mir hier wahrscheinlich überhaupt nichts. Nee, laut Spiegel ist er im Bad drin. Haben wir hier ein zweites? Nee, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke nicht. Ich weiß, hier hinten ist irgendwo ein Haus. Aber ich glaube nicht. Vielleicht finde ich hin. Hier ist gerade irgendwo eine Tür gegangen, oder? Die Klotür? Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Irgendwas habe ich gehört. Aber EMF schlägt hier nicht aus. Komisch. Und Temperatur sagt auch nein. Gibt's hier noch eine zweite Hütte? Ja, ich bin gerade bei der Hütte. Da geht's. Ach, da, okay. Fuck. Ach du lieber Gott, ist das riesig hier. Sie ist zugesperrt, die Tür. Okay. Heißt aber, da drin könnte auch ein Bad sein, oder? Aber wie kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Wenn wir die Schlüssel haben. Und die müssen wir suchen, oder wie? Es kann sein, dass er im Van ist. Sicher bin ich mir nicht. Okay, und wo ist der Van? Da. Unser Van. Lauf. Oh, hinter dir her. Hat er dich? Ja. Scheiße. Er ist in dem Bad. Stimmt, er ist in dem Bad, definitiv. Na, du liegst ja super da. Hast du eine Kamera? Ja, hast du. Ah, wie ein Model. Mach ein Foto. Ich versuch's. Oh, 3 Sterne. Maschallah, welch Behose. Okay, warte mal. Ja. Es könnte aber auch sein, dass er vor dem Bad ist, oder? Oder in dem Zelt daneben? Oder ist er zwingend dann im Bad? Na, da ist er. Also im Bad, denke ich. Okay. Gucken wir mal, ob wir den Rest noch bekommen. Jetzt habe ich die blöde Kamera dabei. Ja, machen wir erstmal so. Jetzt haben wir Glück und sehen gleich ein paar Orbs. Oh, shit. Er hantet. Ja, und ich komme nicht schnell genug weg. Weißt du, was ich dazu sag? Dude. Vielleicht habe ich Glück. Ist er fertig?
Ja, wie lange hantelt der? Übelst. Jetzt aber, oder? Oh, Hunted. Ja. Er ist aber mal schneller und mal langsamer, oder? Ja. Aha. Alter, wie lange hantet er denn? Ne, der ist schon vorbei. Aber was höre ich denn dann? Weiß ich nicht. Ich war der Meinung, ich höre Schritte. Halt, ich brauche Dots. Vielleicht hörst du deine Frau. Ne. Die hat mir auf Instagram geschrieben. Okay. Okay. Nicht schlecht. Ja, ich habe keine Sanity mehr. Perfekt. Wo sind wir? Nice. Ich glaube, die Kamera steht zu nah da dort, ne? Jo. Die steht definitiv zu nah da dort. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Riskierst du es oder riskierst du es nicht, jo? Haben wir denn bis jetzt überhaupt irgendwas? Nee, gell? Nee. Ich bin immer der Meinung, ich höre irgendwie jemanden laufen. Ich höre mich wahrscheinlich selber. Durchaus okay. Möglich. Das könnte möglich sein, ja. Ich lass mal. Warte mal, ich hau mal die rein. Ich brauche noch die Geisterbox. Ah ja, okay. Bei meinem Glück. Er hat Wasser angemacht. Okay. Keine Orbs.
Zumindest nicht so, nicht hier. Und dort auch nicht. Buch. Temperatur müsste ich nachgucken. Hier ein Schuh für dich. Danke. Kannst du das? Ich helfe, wo ich kann. Ach, kann das sein, dass ich dich die ganze Zeit laufen höre? Das kann sein. Lauf, geh mal. Nicht. Warte mal, Fingerabdrücke hatten wir schon, oder? Weiß ich gar nicht. Oder? Hattest du nicht? Nee, Schmarrn. Quatsch, hatten wir nicht. Okay. Ich hab gerade gegoogelt, woher die Nummer 845 ist. New York. New York? Ja, Mann. Davon habe ich einfach eine Nachricht. Von einer. Temperatur? Nein. Hunted. So eine Stalkerin. Fertig? Ja. Okay. Thank you.
Leckhandet der Lange. Bye-bye. Der hat mir jetzt die ganze Zeit ins Ohr geatmet. Anzeige ist raus. Oh Gott. Ah, wir haben Fingerprints, okay. Nice. Jetzt brauche ich noch das Buch. Lass mich raus. Eieieiei, okay. Also, Ultraviolett haben wir. Dots hatten wir nicht, Orbs, Box nicht, Temperatur nicht. Ich denke, die Dots sollten eigentlich an der Stelle ganz gut sein, aber irgendwie... Mal. Gleich mal Kruzifix noch mit. Na, was ist nur los? Verschrecklich. Okay. Aber diese Webseite gibt es wirklich. Run. Es war jetzt aber unterhalb einer Minute 30. Und ich meine, ich habe vorhin mal gehört, dass er zwischendurch während einer Hand schneller mal langsamer gelaufen ist. Also habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, Kruzifix habe ich jetzt vergessen reinzulegen, aber es macht nichts. Oh, ich gucke mal, wenn das kein EMF5 ist, hä? Ich sehe es nicht. Nee, ich meine, er hat er gerade gehandelt. Blödsinn.
Okay. Also entweder stehen die Dots scheiße oder aber ich glaube nicht, dass weder Dots noch Orbs, also. Alter. Run. Bin rein und er hat sofort angefangen. Ist er fertig? Vorbei. Okay, also die Temperatur, die sagt gar nichts aus. Das EMF hat bis jetzt auch noch nicht angeschlagen. Oh. Oh shit. Alter, ist der schnell. Vorbei. Und er hantiert wieder. Vorbei. Okay, warte mal, aber das Kruzifix, das hat ihn jetzt kein bisschen gestört. Wie bei dem Geist zuvor. Das Kruzifix war ihm scheißegal. Okay. Jetzt warte mal, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich muss erstmal raus hier. Und versteck dich. Ah, ich bin draußen. Okay. Okay, die Frequenz ist aber verdammt hoch. Bei der Aktivität. Ja, okay. Jetzt warte mal. Wir haben zumindest Ultraviolett gehabt. Phantom. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir mal das alles da durch nacheinander. Phantom. Starker Einfluss auf die Sanity, okay. Fotografieren habe ich nicht können. Poltergeist. Haut ziemlich viel durch die Gegend. Das hat jetzt der, glaube ich, auch gemacht. Wir haben also nur. Okay. Benji. Benji. Zielschwächen, bevor er angreift. Mit einem. Parabol habe ich nicht gedacht. Okay, das bringt mir gerade auch nichts. Chin. Chin, Chin, Chin. Ich glaube, ich werde jetzt dann einfach irgendwas einloggen und dann gehen wir. Chin. Stromquelle, nö.
bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ein Dämon. Welcher Walz ist der, wo während einem Hand seine Geschwindigkeit verändert? Deutlich, Dämonen jagen deutlich häufiger als andere Geister. Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Fürchten das Kruzifix und sind in seiner Nähe weniger aggressiv. Könnte ich jetzt nicht behaupten. Okay. Könnte aber vielleicht auch sein, dass sein Geistraum eigentlich außerhalb des Bads ist, oder? Obwohl, du hast ja direkt in dem im Bad gesehen. Du hast es ja direkt im Bad gesehen. Hantu. Schneller bewegen. Hantu bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Kälte scheint sich aggressiv. Okay, es ist eine kalte Klimazone, liebt. Aber es ist kein Gorio. Ja, ich klicke immer da drauf, Blödsinn. Gorio. Kann man da Menschen eine Schwäche sind, weil wenn Todes. Okay, ne. Meiling. Sorry, das dauert gerade ein bisschen. Aber ich versuche auch gleichzeitig noch was über die Geister rauszufinden. Lass jetzt halt. Bei der Jagd auf ihre Beute besonders leise. Nö, könnte ich nicht sagen. Der ist nicht leise. Ich habe ein paar normale Geräusche von sich. Nö, auch nicht. Also ich bin gerade tatsächlich irgendwie so ein bisschen beim Dämon. Allerdings beißt sich das mit dem Kruzifix. Obake und Mimik. Obake. Seltener eine Spur. Ja, stimmt. Es hat schon lange gedauert, bis wir Fingerabdrücke gesehen haben. Nee. Sehe ich nicht. Mimik war das. Wir wissen nicht, wozu dieser Geist fähig ist. Perfekt. Geistertypen widerspiegelt. Andere Geistertypen mit Schwächen. In mehreren Bereichen wurden Geisterorbs, keine Geisterorbs. Okay. Ich bin tatsächlich eher beim Poltergeist, Donald. Trotzdem. Ja, den habe ich auch. Habe ich eingeloggt. Ich nehme auch den Poltergeist jetzt. Keine Orbs. Keine Dots. Dots würde der Poltergeist rausfliegen, Orbs würde er auch rausfliegen. Geisterbox haben wir bis jetzt nicht gehört. Gefriertemperaturen würde er auch rausfliegen, haben wir nicht gehabt bis jetzt. Ins Buch hat er leider Gottes nicht geschrieben, ich habe es zumindest nicht gesehen. Und ich schaue auch jetzt nicht mehr nach. EMF-Level hatten wir auch nicht. Also es deutet alles eher auf den Poltergeist wieder hin. Okay, ich bleibe jetzt beim Poltergeist. Können wir? Wir haben auch eingeloggt. Seh? Gut. Tja. Polti. Ein Gorio. Na toll. Serious. Ein Gorio. Miguel. Gorio. $17. Puh. Kann ich in mein Ding reingucken jetzt in der Zwischenzeit? Nee, kann ich nicht, gell? Wohin? In meinen. Nee, habe ich ja nicht. Ist ja Blödsinn. Habe ich ja nicht dabei. Deswegen kann ich jetzt nicht ins Buch gucken. Okay. Gut. Wieder Zufall? Ja, können wir machen. Okay. Bin bereit. Me too. Blessdown. Euer Dale. Dale Farmhouse. So, wo ist mein Buch? Ich muss kurz reingucken. Was war das gerade in Gorio? EMF Level 5 habe ich nicht gesehen. Dots habe ich auch nicht gesehen. Wahrscheinlich sind die Dots einfach nur scheiße gestanden. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen.
Was soll denn das heißen? Okay. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Oh Mann. So, was haben wir hier? Brandon Clark. Parabol haben wir nicht. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Sollte, glaube ich, schnell gehen. Verwende das Kruzifix. Okay, eins haben wir ja. Es schneit. Das heißt, es ist so oder so schon scheiße kalt. Schade. Alter. Ja, ich wundere mich gerade, warum es hier so dunkel ist. Ich habe halt einfach die Taschenlampe nicht angehabt. Ich glaube, daran liegt es nicht. Nicht? Okay. Die linke Tür, die Tür beim Reingehen, die linke Tür war gleich offen. Die da. Ja, ich habe hier. Achso, es schneit draußen. Ich habe immer Geisterat. Ich habe immer Atem, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie Sie sehen Sie nichts, ja. Temperatur ist auch Blödsinn. Meinst du mal in dem Raum hier? Licht ist aus. Wo ist denn der? Da wo ich vermutet habe, ist er nicht. Bist du hochgegangen oder bist du unten? Ich bin gerade im Dachgeschoss. Ah, okay. Dann ist er, glaube ich, ganz unten. Hä? Achso, das ist draußen. Das ist kein Raum, den ich absuchen kann. Handelt der? Aha. Nö. Okay. Ich glaube nicht. Türe ist offen. Ist das alles? Eins, zwei und da geht's hinten raus und dann geht's nach oben direkt. Okay. Ich war in dem Farmhaus noch nicht, kann es sein? Durchaus möglich, ja. Jetzt muss ich echt draußen schauen, wo der scheiß Stromkasten ist. Ah, da ist er ja. Licht ist an. Supi. Auch wenn mich nicht alles täuscht, ist eh oben eine Tür aufgegangen. Ich bin oben gerade. Okay. Klopapierrolle liegt am Boden. Es musste schnell gehen. Warte. Oh, ai, joho. Komm, komm, folg mir. Komm hier rein. Was war das? Das war ein Geister-Event, oder was? Durchaus möglich. Hat der Handelt nicht mehr. Ist das schon fertig? Ja, aber ich würde sagen... Jetzt handelt er. Alter, was? Ich denke, es ist eine Reitschule. Was zum Geier? Also das erste war ein Geister-Event, weil die Tür noch offen war, als ich geguckt habe. In dem Moment, wo ich geguckt habe, ist die Tür zugegangen und er hat mich sofort gepackt. Krass. Okay, also der ist direkt hier unten gespawnt. Ich weiß nicht, ob das... Oben hat er jetzt was geschmissen. Alter.
Bin ich jetzt erschrocken, hä? Okay. Jetzt rollt die Bierflasche von alleine. Ach, da geht's ja nochmal auf, okay. Ah, er kommt runter. Er ist in der Wäschekammer gespawnt. Er ist unten, geht wieder hoch. Geht ganz nach oben. Achso, wer hat das noch? Ja, ich bin noch, ich sag dir, wenn es vorbei ist. Aber er ist ganz oben. Okay, vorbei. Und jetzt ist es vorbei. Stimmt, ich stand schon voll. Ich stand schon parat an der Tür zum Rausgehen. Okay, also er ist in der Wäschekammer also gespawnt. Da, wo das Klopapier liegt. Da, wo das Klopapier am Boden liegt, ja. Okay. Könnte sein, dass da richtig ist. Vielleicht ist er deswegen. Vielleicht ist er deswegen auch direkt da unten gespawnt, weil das ist im Endeffekt direkt drüber. Ja, weil im Flur hat er was geworfen. Aha. Stimmt, wollte ich schauen. Ja, gut, Interaktion. Okay. Direkt drüber jetzt vielleicht nicht, aber fast. EMF kann ich nicht sehen, da liegt mein Fuß drauf. Und Thermometer liegt auch noch unter meinen Füßen. Super. Jui. Jetzt sag nicht, der wirft die ganze Zeit draußen was im Gang. Ach, leck mich doch mal aus. Sonst kann auch Spaß. Kann auch sein, dass sein Raum vielleicht der Gang ist. Mhm. Ja, bloß zufällig jetzt in dem Raum gespawnt ist. Ah, Scheiße. Du bist direkt in ihn reingelaufen. Er ist aber im Gang gespawnt. Schnell irgendwas einlocken. Irgendwas einlocken. Ich hab Revenant. Hab ich auch. Warte, ich nehme irgendwas anderes. Vorsichtshalber. Oh Gott. Spast. Der war böse, es war ein Raichu. Scheiße, war ich doch zuerst richtig. Alter. Stimmt, du hast gleich gesagt, das ist ein Raichu. Mhm. Hey, neues Level freigeschaltet. Fortgeschritten. Stativ und $500 extra bekommen. Warum habe ich auf dich gehört? Scheiße. Auf mich? Wieso? Ich höre nie wieder auf dich. Ich lasse mich vom Raichu. Ich habe dir nichts gesagt von dem Revenant. Ja, scheiße ist. Ich höre nicht mehr auf dich. Ja, alles klar. Ich bin nicht schuld, was du ausgewählt hast. Irgendjemand muss es sein. Oh, schon wieder so ein scheiß Camp. Das ist aber das andere diesmal. Ja, das kleinere wieder. Und Montag ist wieder eine neue Herausforderung. Ja, es laufen ja immer noch Herausforderungen, oder was? Steck halt den Kopf durch die Wand, hast du recht. Ich? Ja. Ist so besser. Ich wollte schauen, was zwischen den Wänden ist. Ah, gut. Coole Kamera. Nice. Hat dieser dumme Holzstamm. Alter. Was ist ein Genie? Was macht er denn?
Mach selber. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen länger weitergegangen so. Ich habe das scheiß Ding weggeschmissen. Mann. Das scheiß EMF. Braucht man nicht. Ein Zelt ist schon offen oder hast du das aufgemacht? Nee. Ein Zelt hier ist offen gewesen. Das rote hier. Ist irgendwas für Foto drin? Of course not. Kein EMF, kein. Das kleine Zelt ist auch offen. Da kommst du nicht näher. Achso. Keine Gegenstände. Was war das? Achso, das warst du. Knochen. Hier bei mir, unter mir. Okay, der wirft nix. Noch nicht. Irgendwas habe ich jetzt gehört. Was habe ich jetzt gehört? I don't know. Da lacht, sich jemand schlapp, weil du am Montag wieder arbeiten musst. Sie soll die Klappe halten. Ich glaube, sie hat dich gehört. Gut. Aber okay. Ich habe heute schon eine E-Mail geschrieben, wie es jetzt ausschaut. Ah ja, okay. Weil Umschulung steht überall die Scheiße mit diesem Drecksbildungsgutschein. Okay. Wo ich mir denke, ich hoffe mich nicht zu den ganzen Idioten rein, dafür, dass die eh nichts checken. Ne? Hm. Ah. Hier wird's kalt. EMF4. Wo? Hier an dem Tisch. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht gesehen, vielleicht hat er auch einen Ball geworfen und ich hatte gerade Atem hier. Mhm. Aber er hat wieder was geworfen. Kannst du mir erklären, warum ich so ein scheiß Problem habe, um dieses dummes Zelt wieder zuzumachen? Ah. Du musst es im Bogen machen, wie als wenn du den Reißverschluss machen würdest. Das geht gar nicht zu, das Zelt. Das geht auch nicht zu. Ah. Alter. Okay, aber ist irgendwie unbefriedigend hier gerade. Mhm. Wieso versteckst du dich gerade? Ich wollte mich vorbereiten, ich werde sowas von sterben. Ich krieg das nicht mehr mit dem Zelt. Du hattest hier gerade Art.
Item. Und er hat wieder was geworfen. Hier wird's kälter gerade. Hier wird nicht mehr, hier wird's wieder wärmer. Okay, irgendwie ist der hier vorne unterwegs, habe ich das Gefühl. Da hat ein Ball gerollt wieder. Scheiße. Und er huntet. Alter. Alter! Oh ja, er hat dich. Ja. Also es ist vorne an den Tischen. Ich glaube vorne. Auch. Ja, hier hinten ist ein Versteck, genau. Das ist hier zwischen den Tischen und dem Grill hier anscheinend. Ich habe hier auch irgendwo das Thermometer hingeworfen schon. Da ist es auch kälter geworden. Achtung! Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ah. Er ist in der Mitte vom Kreis, in dem Kreis. Schmeißt einen Haufen Sachen rum. Ist bei den drei Zelten. Geht hinterm Zelt vorne rum. Ist fertig. Okay. Also hier, oder? Ja, hier wo du stehst, genau. Da müsste es eigentlich irgendwo sein. Zumindest war da der erste Anhaltspunkt, den wo ich jetzt gehabt habe. Sehr stolz auf dich, weil du Mail geschrieben hast. Hä, weil ich Mail geschrieben habe? Ja. Ich weiß nicht, warum sie das mir in den Chat schreibt. Ich frage mich, was ich Mail geschrieben habe. Nicht, weil du Mail geschrieben hast, sondern weil du eine Mail geschrieben hast. Ach so. Danke. Ich dachte jetzt, hä? Warum habe ich Mail geschrieben? Fuck. Das ist die falsche Kamera. Ich denke mir gerade. Ach so, ich kann nicht umschalten. Scheiße. Aber sehe ich da hinten Orbs ganz weit entfernt? Kann ich das überhaupt sehen? Ich glaube nicht. Mm-mm. Ah. Siehst du da was? Nee. Okay, das weiß. Weißer Bildschirm, oder? Ah. Boah, das geht mal lässig. Wow. Aha. Die Kamera leckt. Die ist immer noch hinten jetzt drinnen. Ja, aber die steht doch richtig, oder? Ja, die ist draußen platziert. Ja, ich sehe sie draußen. Ja, aber am Bildschirm zeigt sie mir immer noch innen an. Nee, ich sehe sie draußen. Auf dem Bildschirm. Ach so. Ja, schön, ich nicht. Ich kann mich halt schlecht ganz dort hinstellen. Warte, ich geh gucken. Wo bist du? Ich stehe jetzt bei der Kamera. Wo bist du? Box. Okay. Okay. Ja, genau. Bleibt mal schön da hinten. Der kommt rum. Ne? Boah, der, was war jetzt so knapp, hey. Bleib unten. Ja, geht wieder zum Mittelpunkt, zum Kreis. Zum Lagerfeuer, meine ich. Ist zwischen den Stämmen. Und ist fertig. Hast du ins Buch geschrieben?
ist das Buch? Das Buch. Da. Nee, hat er nicht. Er schmeißt schon wieder ziemlich viel rum. Ja, okay. Wir haben vorhin auch gedacht, das ist ein Poltergeist, weil er viel geworfen hat. Ja, stimmt. Schreib in das Buch. Achtung! Dich nicht gesehen. Versucht. Geht wieder zur Mitte. Macht wieder seinen Standard im Kreis. Kommt wieder raus. Boah, jetzt hat er dich aber. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Ich wollte mir schauen, was dein Standard ist. Bin ich jetzt neu geworden? Weil ich die letzten drei Mal schon gesagt habe, er läuft in die Mitte in den Kreis. Ja, kann sein, dass er irgendeine Beschwörung macht. Das war sein Standard. Oh. Ein Moroi wäre es gewesen. $32, supi. Game. So, gut. Bereit. Sehen wir uns nochmal Stuff. Ich bin bereit. Bitte was? Ich kauf nochmal ein paar Sachen. Ah. Wie viel Dollar hast du jetzt eigentlich schon? Ich habe mittlerweile. Sehe ich nicht. Wenn du in der Lobby bist, drück auf die links. Ne, auf rechts. Also auf diesen rechten Pfeil da. Ach so, ja. 4.700. Ah, ja, okay. Im Shop nachgucken, klar. Hättest du jetzt gesagt, du hättest mehr, hätte ich gesagt, oh, das nächste zahlst du. Aber dann bin ich ja noch ein paar Runden spendabel. Ja, ich kann schon auch zwischendurch mal was kaufen. Muss nicht dein ganzes Geld jetzt für mich ausgeben? Na, spar noch ein bisschen. Okay. Susu ist gerade gekickt worden von Twitch, weil Twitch Update gemacht hat. Weil Twitch App Update gemacht hat, automatisch auf dem Handy. Oh Super. Gott, was sind wir? Wir sind in Prison. Ja. Okay. Das ist ein Riesending wieder. Schieße einen Funkgeist. Klar, in 10 Stunden, wenn wir ihn gefunden haben, können wir das vielleicht machen. Selbst dann haben wir ihn nicht gefunden. Und es schneit draußen. Ich habe hier drin schon Atem. War das ein Ort? Da liegt was im Boden. Nee, ich glaube, das ist Licht. Oder? Es ist kein Licht an. Sicher. Vielleicht kommt es von draußen rein. Aber hier drin schneit's. Mhm. Da ist den Häftlingen bestimmt kalt. Yep. Habe ich was verpasst? Nee, du hast nicht großartig viel verpasst. Wir sind einfach nur gestorben. So. Habe ich alles? Ja. Ja. Was hast du vor? Wo ist der Eingang? Oh. Hier ist der Eingang. hast du schon länger nicht mehr gespielt oder so? Ich habe keinen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Oder geht das Ding? Ach, die geht nach außen auf, okay. Alter. Okay. Kurz maximal verwirrt gewesen. Keine Spieluhr. Wo? Keine Spieluhr. So.
Die gehen eh nicht auf die Spinte. Die dürren Spinte gehen eh nicht auf. Wie redest du über mich? Nur weil ich ein Lauch bin. Okay. Licht ist aus. Licht ist aus, ja. Oh, das ist gemein. Die sind belegt. Werden sterben. Habe ich da gerade was gehört? Abgesehen von meiner zärtlichen Stimme. Kein Kommentar. Ich bin schon nicht mehr. So, nö. Da war. Achso, ne, okay, es ist Schneider draußen. Stimmt ja. 5 Grad. 5 Grad. Können wir hier gleich rauf, oder was? Jo. Machen wir mal Licht an. Mama mia. Boah, das kann wieder dauern. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal haben wir den Geist nicht einmal gesehen, oder? Doch, nur einmal durch die Spieluhr. Oh. Ich glaube, wir sollten keinen Zufall mehr machen. Sonst haben wir irgendwann die Anstalt. Oh Gott, ja. Aber da schaffen wir es komischerweise zu sterben. Zumindest das, ja. Ja. Besser als im Prison schaffen wir nix. Du kannst doch hier eigentlich nur zügiger vorankommen, wenn du irgendwie die Spieluhr oder sonst irgendwas hast, oder? Ich habe irgendwas gehört gehabt. Ich habe gar nichts gehört. Ich habe nur mitbekommen, dass du schon wieder weg. Ach, da bist du, okay. Irgendwas hatte ich gehört gehabt. Warte mal. Temperatur. Da liegt ein Kaffeebecher am Boden. Aha. Ja, da wird's kalt. Da wird's kälter hier. Mhm. Hier sind wir jetzt wieder wärmer. Danke. Entschuldigung. Da liegt ein Kaffeebecher, hast du. Ach du Scheiße. Oh. Geister-Event. Okay, aber. Mhm. Hier. Sind wir, denke ich, richtig. Ja. Das ist aber ein ganz schönes Stück zum Laufen gewesen, okay? Warte, ich schmeiß den Glowstick da mal hin. Mhm. Kamera nehme ich mit. Das werfe ich auch mal dahin. EMF. Oh shit. Lauf. Der braucht recht lange. Okay. Was denn? Raus hier. Der ist noch unterwegs. Mhm. Er ist aber langsam.
Wir können noch nicht. Ah, also, okay. Da, easy going. Jetzt habe ich das blöde EMF noch mit dabei. Das passt mir gerade gar nicht. Ich schmeiß halt schnell einfach irgendwo hin. Ja, ich hätte gerne. Ich habe jetzt Kamera dabei. Du hast Kamera dabei. Ach, ja, du hast die wollte ich eigentlich auch umlassen. Ja, ist egal, ich nehme jetzt das EMF beim dritten Mal dann rein. Ja. Dann mache ich es jetzt so. Dann nehme ich noch die Dots. Und die Kamera, so. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt darauf gegangen ist. Ich glaube, ich schon. Ich glaube, da außen rum war's. Gott, ich wollte zielsicher klingen. Satz mir X. Hier rein. Genau, dann durch die Zelle. Und hier. Hier waren wir schon, genau. Genau. Oh. Schreib in das Buch. Verdammt. Das ist mies. Das ist echt mies, bis dahin zu kommen, in der Zeit, wo er nicht handeln kann. Oh. Okay. Die Kamera steht jetzt. Meinst du, ist er in dem Raum? Ja. Ich glaube, er ist vor dem Raum. Blöd. Ja, Achtung, er kommt. Jetzt hat nicht mal die Kamera dabei. Läuft wieder zurück. Läuft wieder runter. Wieder läuft runter. Jetzt läuft er wieder runter. Okay, ist immer noch da. Läuft noch, läuft noch. Er kommt zu dir, glaube ich, oder? Nee, wo bist du? Im Raum. Fertig. Okay. Ah, da bist du drin. Okay. Ist hier in dem Gang, ist er noch rauf und runter gelaufen. Gut, Glück gehabt dann. Mhm. Ich hab unten gewartet und dann sagst du, er geht runter. Ich hab eine Dusche angemacht, glaube ich, oder so. Mhm. So, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, er war temperaturtechnisch, ist es hier recht kalt gewesen. Ich glaube, in dem Vorraum ist er. Null, ja. Wo bist du? Ich stehe hinter dir. Okay, Geist. Welche Tür da jetzt bewegt? Gute Frage. Das kann ich jetzt leider nicht nehmen. Wo hast du... Ah, die Kamera guckt in den Raum gerade da rein, okay. Mhm. Deine Leiche liegt auf den Dots. Ernsthaft? Super. Yep. Das ist saublöd. Achtung! Event.
Events, okay. Aber er ist hier in dem Vorraum gespawnt, beziehungsweise es könnte auch hier drüben bei den Betten gewesen sein. In dem Raum. Und dann baue ich nochmal um. Ich mache einfach jetzt mal hier. Ja. Wo bist du? Achtung, er kommt. Ja, er ist in dem Vorraum gespawnt. Lauf runter. Er kommt nicht runter. Er geht wieder zurück im Vorraum, geht in den kleinen Raum, wo du die Kamera reingestellt hast. Ah, warte, er geht wieder zurück, raus, Richtung Treppe. Er geht doch runterwärts. Ist der gerade schneller geworden? Nee. Jetzt ist er wieder unten. Fertig. Also er ist jetzt mehrfach in dem Vorraum gespawnt. Ich glaube fast, dass das eindeutig ist. Würde ich behaupten. Jetzt schauen wir mal, was es hat. Fuck, wo habe ich das Teil hingeschmissen, die Sprachbox? Schreibe in das Buch. Das ist Thermometer. Hä, hey, es hat aber da drin was geworfen. Sprachbox gefunden? Nein. Ja, er war da auch kurz drin. Er war da kurz drin und ist wieder rausgefetzt. Okay. Scheiße, wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Ich finde sie auch gerade nicht. Achtung! Er kommt wieder in dieselbe Richtung hinterher zu dir. Ist wieder in den Vorraum zurückgegangen. Kommt wieder Richtung Treppe. Geht wieder runter. Ist unten. Ist wieder im Gang. Fertig. Passt. Ich suche jetzt erstmal die scheiß Sprachbox. Ja, ich gehe auch nochmal rauf suchen. Auf einen anderen Slot in der Hand hast du aber nicht, oder? Mhm, hab ich schon geschaut. Oh Mann, als Gespenst siehst du aber auch. Habe ich riesen Nasenlöcher. Als ja, Gespenst. Achtung, er huntet wieder. Dann wir raten, ich fahre einfach ab. Ja. Haben wir irgendwas gehabt? Schau ich gleich. Er ist wieder unten im Gang. Serious. Ich habe einen Spiegel. Okay. Wo denn dann jetzt hin? Weißt du, wo der Spiegel lag? Da, wo du dich die ganze Zeit versteckt hast? Nein, vorne am Eingang. Ach nee, okay. Mhm. Ist fertig. Hast du irgendwas eingeloggt?
Geister, Beweise. Welcher läuft in kälteren Temperaturen langsamer? In kälteren langsamer. Oh Gott. Muss ich schnell durchschauen. Das habe ich gerade irgendwo gelesen. Was war das? Banshee. Nein, Chin. Was hatte ich vorhin noch? Dämon. Nee. Yurai. Oni hatte ich auch nicht. Hantu. Bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen. Okay. Meiling. Onryo. Zwillinge. Hatte aber auch keine unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Nee. Raichu. Stören elektronische Geräte. Obake. Seltener. Mimik. Nee. Moroi. Deogen auf keinen Fall. Sie werden mit der Zeit schwächer. Sie werden ruhiger, langsamer und weniger aggressiv. Nee, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Boah. Könnte ich jetzt gar nichts sagen gerade. Ich tendiere fast zum Handeln. Weil es war ja eigentlich alles relativ warm, deswegen war er wahrscheinlich so langsam. Zum was? Zum? Hantu. Hantu. Bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen. Ja, aber es ist kalt da drin. Oder? Es war 5 Grad. Ich nehme einfach mal ein Hantu. Banshee, Onryo, Auslöschen, Flamme, Zwillinge, Raiju. Keine Ahnung, Mare. Höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Könnte auch Mare gewesen sein. Hatten wir irgendein Ding? Nee, oder? Wir hatten gar nichts. Ja, zwei Beweismittel haben wir aufs versammelt. Ja. Ich könnte höchstens noch mal reingehen, schieße einen Geist vom Foto. Nee. Könntest du theoretisch, weil du schneller bist wie er, aber du weißt nicht, ob er noch mal schneller wird, wenn er dich sieht. Nee, ich glaube, ich nehme eine Mare. Könnte sein. Eine Mare hat eine höhere Wahrscheinlichkeit anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhält. Das ist die ganze Zeit jetzt dunkel gewesen und die Wahrscheinlichkeit, dass er angegriffen hat, war sehr hoch, weil er ständig angegriffen wurde quasi. Ja, stimmt. Ich nehme mal vorsichtshalber die Mare. Keine Ahnung. Bin fertig. Okay. Aber vielleicht sollten wir jetzt nicht mehr zufällig machen. Ich glaube, als nächstes haben sie uns echt hier heil anstalt. Es war ein Gespenst. Oh. Aber wir könnten eigentlich nochmal Dings Herausforderungsmodus probieren. Müssen wir halt dreimal dieselbe Map machen und dreimal den richtigen Geist. Aber dann hätten wir $5000. Problem ist, die geben keine Beweise. Keine Beweise sind manchmal auch Beweise, oder? Achso, nee, das bringt gar nichts. Nee. Riskieren wir es, also probieren wir es. Müssen wir uns anhand des Verhaltens dran orientieren. Aber wenn wir sterben, wir haben keinen Verlust. Ja, versuchen wir es. Okay. Passt. Switch will gehört. Machen wir ein bisschen mehr Ausrüstung. Und ich glaube, bessere Taschenlampe. Mhm. Wir müssen nur dreimal richtig liegen. Ridgeview Court. Okay. Mhm. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Sanity, Bildschirm ist im Eimer. Mhm. Heißt aber jetzt nicht, dass wir bei Null sind, oder? Was ist das für ein... Wir wissen nicht, was es für eine...
Stufe ist. Okay, was haben wir denn an? Taschenlampen. Sind das drei gleiche, oder? Ja, okay. Yep. Das ist immer noch dasselbe und das Thermometer ist auch das gleiche. Was haben wir noch? Stirnlampe, Stirnkamera kann ich noch nehmen. Macht zu zweiter bestimmt Sinn. Okay. Oh no. Ja, okay, du bist geflogen. Bist du noch da? Okay, sie ist ganz geflogen anscheinend. Internet sagt nein. Herausforderungsmodus alleine machen. Oh wei, oh wei, oh wei. Garage, Breaker ist kaputt. Na schau, was passiert? Hast du aus Versehen den Ausknopf gedrückt? Ja, da war ich schon. Da war ich auch schon. Oder hat dein Rechner einfach keinen Bock mehr? Was? Ich hab dich leider nicht verstanden. Na, wahrscheinlich kurz GPU-Auslastung wieder zu hoch. Okay. Irgendwo war eine Tür. Ja, und nu? Hier ist es kälter. Sehe ich das richtig? Nee, hier ist es nicht kälter. Alter, es rauscht ein bisschen. Ich muss dich mal kurz muten. Du rauscht. Du rauscht wie die Hölle. No! Ja. Okay. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ist doch nicht wahr. Okay, ich bin zwar jetzt gestorben, aber ich hatte nichts eingeloggt und es ist doch automatisch der Spirit eingeloggt. Mhm, und der war es auch. $50 habe ich. Moment. Können wir wieder so weitermachen wie vorher? Wir können ja bloß, oder? Nee, ist egal. Bist du in Discord schon wieder drin? Weil du hörst dich echt schrecklich an übers Handy. Oder bist du...
Du bist am PC. Jetzt hört sich aber besser an. Jetzt hat... Ah, deswegen. Das hat nämlich gerade gerauscht wie die Hölle. Warte, ich kann dich wieder entmuten für den Stream. Jetzt hat... Okay. Damit man dich wieder hört. Ich wollte genau dir den Code sagen. Moment. Mhm. 621389. Sehe. Sehe. Aber du musst jetzt wieder umstellen auf Herausforderung. Benutzer definiert? Nee, Herausforderungsmodus, ja. Mhm. Eins von drei haben wir gemacht, also ich zumindest. Freut mich. So, bereit und. Sehe. Schüttert. Gut. Ah. Ist zwei Rad halt. Stirnlampe. Also, yes. Also, Sanity ist anscheinend relativ weit unten, weil der hat sehr, sehr schnell gehuntet. Ja, null. Kellertür ist offen. Mhm. Handy vibriert, schau mal daher. Puppe liegt da. Der Stromkasten ist defekt. Ja, wir spielen auch Wahnsinn. Oder auf Albtraum. Ich weiß gar nicht. Da drüben schon? Nee. Küche. Hier hinten ist Schlafzimmertür offen. Abstellkammer ist auch offen. Hinter dem Badezimmer vom Schlafzimmer. Temperatur gleichbleibend. Hier ist nichts. Okay. Nach oben geht's noch und nach unten geht's noch, oder? Ja. Da liegt ein Ball, ich weiß auch nicht, ob... Event? Nee. Nein. Ich wusste nicht, wo ich mich verstecken soll. Ich auch nicht. Also ich habe mich versteckt, aber er hat mich gefunden. Wir sind beide tot? Ja. Wie hat er denn das veranstaltet? Vielleicht Zwillinge. Uff.
Okay, ein Raichu. Oh! Du hast wenigstens Fotos gemacht. Eins. Ich habe $2. Immerhin. Bist du bereit? Ja. Dann noch Weil mal. Wenn der Raichu zu dir hinläuft, obwohl du versteckt bist, dann ist er von den elektronischen Geräten angezogen. Ah, scheiße, was hatte ich an? Ich glaube, ich habe die Ding nicht schnell genug ausgemacht. Taschenlampe. Ich habe nämlich noch kurzzeitig haben wir noch safe rein und hab's eingetippt. Ernsthaft hast du noch, okay? Ja. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ich sollte vielleicht auch reingehen. Mikrofon. Mhm. Mal was anderes. Hier hinten kann man sich verstecken, aha. Okay. Le Puppe. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ah, also. Ich habe mich gerade verlaufen in der Wohnung. Wow. Garage ist nichts zum Verstecken. Das ist ein mieses Versteck, aber müsste zur Not auch gehen. Ich schau schnell, was das Schallsensorgerät sagt. Hast du ein gutes Versteck? Naja. Nicht wirklich. Ist da Platz drin? Nee. Mm-mm. Genau so wenig wieder. Ich würde sagen, wir verstecken uns, warten ein Hand ab, dann können wir einschätzen, in welchem Bereich er ist. Wird nicht anders gehen, aber ich habe noch kein vernünftiges Versteck gefunden. Warst du hier drin schon? Ha. Ah ja, okay. Ja, dann da passen wir zu zweit rein, oder? Ja. Dann müsste... Aber es... Je nachdem... Kann vielleicht lang dauern, bis der huntet. Mhm. Nee, er huntet nämlich schon. Ha. Gleich vorbei, oder? Mhm. Ich glaube, der war auch sogar auf dieser Etage, wenn mich nicht alles täuscht. Der war aber sehr leise dafür. Schauen wir mal nochmal, was Parabol sagt. Ah, der war hier unten. Komm schnell raus am besten. War unten? Ja. Mhm. Wie hast du das jetzt gesehen? Ich habe die Taste gesehen. Ah, okay.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das war aber eine Hand. Okay. Upstairs hallway war gerade was? Foyer. Aber wenn du schaust, hier oben dieser Bereich, wenn er sich, wenn er da oben irgendwas macht. Kann man das schon mal einschätzen? Ja, oben schmeißt er anscheinend immer wieder was rum. Passt auch so ein bisschen zur Aktivität unten. Aber mehr wie ein paar Sachen schmeißen tut er gerade nicht. Upstairs Hallway, das ist aber in dem Stockwerk. Oben, ja. Habe ich es an die Treppe platziert. Und zwar ist im Foyer war es was? Oh, upstairs, okay. Foyer ist 0. Na, doch. Jetzt wird er wieder ein bisschen aktiver. Naja, gehen wir mal rein, oder? Hilft ja nicht. Also ist aber anscheinend so in dem Treppenbereich, oder? Und bleiben wir mal da stehen. Vielleicht glitzt es mich wieder raus dann. Aha, oh, hat's Scheiße. Nicht. Hat es leider nicht. Ich glaube, der ist fertig. Ja. Ist aber wieder oben gewesen, oder? Wo bist du gerade? Ich bin raufgefetzt. Da liegt eine Tasse im Flur. Kinderzimmer wird's warm. Im Flur vorne ist es kälter geworden. Machen wir uns schon mal bereit zum Verstecken? War da dann, glaube ich, oder? Ja. Ja. Haunted. Ja. Ich tippe fast auf den Bungee, weil die so singt. Auf jeden Fall scheint es hier im Flur zu sein. Ja. Oder? Ah, die haut gewaltig rum beim Hand, ne? Shit. Jetzt haut sie unten im Foyer rum. 100%. Oh fuck. Hantet sie? Ja, ich glaube, sie erwischt mich gleich wieder. Ja. In der Ecke da hinten finde ich einfach kein vernünftiges Versteck.
Ich mach gleich ein Foto. Irgendwie hänge ich richtig gut zum Fotografieren da. Das musst du mal geben. Unten. An der Küche vorbei. Durchs Schlafzimmer im hintersten Raum. Hat sie wieder so gesungen? Ja. Hinter der Tür im hintersten Raum. Achtung! Küche. Oder? Küche und Esszimmer läuft sie rum. Ich weiß nur nicht, wo sie hergekommen ist. Kellertür ist offen. Sie ist in den Keller runter. Jetzt ist vorbei. Ist vorbei, ja. Boah, ist der Keller groß. Okay. Ich weiß aber jetzt immer noch nicht, wo sie hergekommen ist. Es kommt mir irgendwie ein bisschen spanisch vor. Ich glaube, es ist eher Foyer tatsächlich als... Ah ja, ist ins Salz getreten? Okay, kein Gespenst fliegt schon mal raus. Hast du es EMF aufheben? Achso, du hattest die Hände voll wahrscheinlich. Mhm. Abgesehen davon liegt es hier auch nirgendwo rum oder hast du. Nee. Schauen wir mal, ob es ausbläst. Okay, also EMF und Thermometer sind Vergangenheit. Ah, das bringt ja eh nichts. Da gibt er keine Beweise. Ach Gott, ja, stimmt, ja, ganz vergessen. Blöd, ich suche die ganze Zeit danach. Macht ja keinen Sinn. Wir sind ja in der Herausforderung. Hm. Und jetzt ist jetzt noch nicht aus? Nee. Ich verstecke mich mal. Achtung, sie huntet. Okay. Sie kommt hinten Richtung Schlafzimmer. Und ich glaube tatsächlich, dass die aus dem Keller kommt. Ach, scheiße, sie hat mich. Wo warst du, Küche? Da, wo du dich versteckt hast. Bin ich jetzt die ganze Zeit gut drumrum gekommen. Was hast du eingetippt? Oh Gott, scheiße, nichts mehr. Ich glaube, bei mir super. Ist das, ich glaube, bei mir ist der Spirit noch eingeloggt. Ich hab's vergessen. Ah. Nee, Mare war's. Scheiße. Knochenbeweis, Fotos, ja, durchschnittliches 37. Sanity von 25%, 37 habe ich auch. Eine Mare, okay. Ah, also wenn sie so komisch singt, ist eine Mare. Boah, nicht zwingend, oder? Das kommt auf das Geistermodell drauf an, oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf das Verhalten. Okay. Können wir nochmal? Ja. Ich habe irgendwie auf den Banshee getippt.
Den Mare lasse ich irgendwie mal voll außen vor. Vergesse ich, dass es den gibt. Wie sagt Wendler so schön? Egal. So. Eigentlich ist es. Warte mal. Andere Idee. Ich nehme gleich mal das Kruzifix mit. Und okay. Was sagt die Räucherwerk? Haben wir nicht? Haben wir nicht. Okay. Und dann nehme ich gleich mal das Salz mit. So. Ich muss das jetzt ein bisschen anders angehen, weil ich bin irgendwie falsch gewesen beim Herausforderungsmodus. Habe ich überhaupt eine? Ja, habe ich. Jetzt tue ich das nächste gleich schnell platzieren. Ah, so geht das, okay. Geben plus zwei, okay. Hier fliegt auch nichts rum. Antet. Ja, ich bin draußen gerade. Also im Foyer. Immer noch Foyer. Fertig. Also nur unten im Foyer. Was ist, ich hätte erstmal gucken sollen, vielleicht. Ich hätte erstmal gucken sollen. Irgendwo necklatscht. Boah, fuck. Hä? Oh. Shit. Ich bin wieder in die falsche Ecke gelaufen. Okay. Ich lerne es schon noch irgendwann, dass ich da hinten mich nicht verstecken kann. Und ich hänge schon wieder so richtig geil in der Luft. Dokumentiert. Super. Okay. Ist im Foyer gespawnt anscheinend. Oh, Scheiße. Hunted. Direkt bei dir, hat dich erwischt, tot. Oder? Ja. Okay, super gemeine. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Unrio. Oh. Knochenbeweis, Fotos, $20. Ist er dich wahr, ja? Ich bin ja jetzt im Kampfgeist hinterher, dass wir das schaffen.
the equipment and get set up before investigating. Whoever was here must have summoned the ghost with a curse. Ach, jetzt mache ich wieder den Fehler. Geil. Ja, das brauche ich gar nicht alles. Ich brauche Salz und Kruzifix und irgendwas auf jeden Fall einloggen. Ja. So. Oh, Licht ausgegangen. Achso. Licht ausgegangen, alles klar. Ich bin schon total durch heute, sag mal. Ich merke schon. War es da los? So, vor die beiden Treppenhäuser gleich mal weiß Salz schmeißen. Also er war jetzt zweimal im Foyer. Wie groß ist die Chance, dass er wieder im Foyer ist? Alle guten Dinge sind drei. Mhm. Bist du oben? Also oben. Ja. Okay. Oben ist wieder das Versteck. Sicher? Ja. Achso, okay. Alles klar, ich weiß, welches Versteck du meinst. Wir hatten auch geschaut. Komm, jetzt fährt's mal raus und beobachten. Mhm. Upstairs hallway. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Könnte EMF5 gewesen sein. Oder was ist das da unten? Die Stärke. Ja. I don't know. Upstairs. Ja, wieder 10% was. Ist jetzt die Frage, ob er, wenn er sagt, wenn wir keine Beweise haben, ob er dann hier unten was ansagt oder ist es die Aktivität im Haus allgemein? Allgemein. Okay. Also auch wenn wir drin sind, oder was? Nee. Ah, nee, dann nicht. Nee, ich meine nur vom Geist die Aktivität. Ja, gut, okay. Also dann sagt er hier zumindest. Gerade wo Foyer? Ein bisschen was an. 1, 2, 3, 4. Und dann hast du zwei Slots frei? Nee, nur einen gerade. Okay, warte, dann schmeiß ich das schnell rein. Das bringt mir hier hinten alles nichts. Was ist das hier? Ach, das ist die Box. Nee. Das sind Dots jetzt. Okay. Upstairs. Was hast du da jetzt gemacht? Hast du jetzt zwei Mikrofone davon hängen oder was? Ja. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Warte, ich bleib mal. Ich würde gerne wissen, wo der. Versteckst du dich gerade oder? Nee. Mm-mm. Du bist im Foyer, oder? Er ist oben im Bad. Er ist oben im Bad. Ja. Ah ja, ich sehe die die Schritte, ja. Fertig. Okay. Oben im Bad. Ich liege jetzt mal.
Nee, das Kreuz sollte ich vielleicht noch nirgendwo hinlegen, wenn ich nicht weiß, wo der Raum ist. Salz. Ah, du gehst die Treppen hoch, dann links und ganz hinter habe ich die Tür offen lassen. Bist du das im Haus? Ja. Ganz hinten. Im Klo. Ja. Da läuft Wasser. Okay, er ist hier rumgelaufen, er ist noch nicht in Salz getreten. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß gerade nicht genau, was könnten wir noch testen. Salz ist klar. Hast du das Kreuz schon reingelegt? Nee, weil ich noch nicht genau weiß, wohin. So. Ja. Na, der ist auf jeden Fall da oben. Okay, ich glaube, der größte Raum ist der Gang da oben, oder? Ja. Foyer. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal oben in den Gang und schmeiß das Kruzifix hin. Wenn er nicht gleich huntet. Das ist die Frage. Oh oh. Vorbei? Nee. Nee. Jetzt ist vorbei. Okay. Okay, er war auf jeden Fall oben. Er hat hier unten zwar einiges durch die Gegend geschmissen, aber er war auf jeden Fall oben. Okay, Kruzifix liegt erstmal im Gang hier. Ich hab noch nichts zum Anzünden. Scheiße. Nein, nein. Oh Gott. Okay. Ist fertig. So, Streichhölzer. Und er fängt an. Aber er hat gehuntet, ist nicht im Gang gespawnt. Das Kruzifix hat ihn wieder mal überhaupt nicht interessiert, oder? Ne, der ist am Klo. Warum ist dann meine Tür hier offen? Die Eingangstür? Ah, dann war es wahrscheinlich wieder Geister-Event. Mhm.
erntet aber oft. Oh. Ja, hab mich. Super. Der huntet mich auch noch nach dir. Vielleicht Zwillinge? Ist in den Keller runtergegangen. Okay, Gespenst ist es auch keins. Ich will endlich die scheiß Kerze da oben anzünden. Aber es bringt gar nichts, weil... Weißt du, wo du dich verstecken sollst? Nee. Warte, geh den Gang entlang, den hier. Jetzt geh rein, genau. Hier drin. Boah, hast du einen Dusel gehabt. Alter, das war aber sauknapp. Scheiße, geht wieder hinter. Ist weg. Alter. Kerze brennt noch, also die pustet er nicht aus. Kruzifix interessiert ihn auch nicht, Salz auch nicht. Okay, ich muss erstmal raus hier. Und er huntet extrem oft. Mhm. Okay, so, lass mal schauen. Ich weiß nicht, ob man das EMF auf dem großen Bildschirm werten kann. Was der da anzeigt. Das heißt, er gibt keine Beweise. Bin mir da nicht ganz sicher, weil... Schmeißt du schon wieder was nach mir? Nein. Ach nee, das war innen. Ich höre das hier am Bildschirm. Okay. Gut. Weiß ich nicht, ob man das werten kann. Ich nehme es wieder raus. Also, Geister. Was haben wir denn? Gespenst kann es nicht sein. Das nehmen wir gleich mal raus. Dann Kerze ausgepustet hat er auch nicht. Das macht normalerweise wer? Der? Ist das der Revy? Nee. Uray. Sanity bitte. Oni. Ein schwächer, ruhiger, langsamer, aggressiver, nee. Was ich nicht verstecken, das ist er definitiv nicht. Backe. Raichu. Raichu stören ständig elektronische Geräte, ne? Schneller bewegen kann. Das Auslöschen einer Flamme kann einen Onryo zum Angriff veranlassen. Wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gern. Also ein Onryo ist es auch nicht. Ich glaube, dass das der mit den Kerzen war, genau. Allerdings, es könnte ein Poltergeist sein, weil er so viel durch die Gegend schmeißt. Mhm. Deogen ist es auf keinen Fall. Der hätte mich gefunden. Schwächen. Gespenster haben Angst vor Salz und... Achso, habe ich schon genau. Fotografieren. Fotos hast du keine gemacht, gell? Mit der Kraft werfen. Ja, ein Poltergeist. Aber er hat die Kerze ausgeblasen.
Und da bringe ich einen Geist dazu, eine Feuerkerze auszublasen. Ist abgehauen. Hat er gemacht, okay. Aber er hat gehuntet, obwohl die Kerze an war. Normalerweise würde der Unreal dann nicht hunten, oder? Also ich weiß nicht, ich tende die irgendwie zum Djinn oder aber Shade. Shade, warte mal, was hat der Shade? Es ist, ja okay. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinem Raum hat. Und ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seine Stromquelle zu entziehen, hindert den Djinn an Nutzen seiner Fähigkeiten. Djinn, Shade, ne. Oh, Junge. Was war das? Diogen. Ne, Diogen hätte dich gefunden. Also er hätte mich gefunden. Oder? Ja. Davon benötigt es sehr viel in den Gespannten. Ne, warte mal. Nee, davon laufen, aber sich nicht verstecken. Genau, richtig. Kann ein Yokai nur Stimmen in, bei der Jagd? Kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören? Du hast... Du, wenn du sprichst, du bist die ganze Zeit auch im Spiel, sprichst du, oder? Als ich mich bei dir oben versteckt habe, ist der Geist nochmal direkt zu dir gelaufen und wäre beinahe in den Schrank reingerannt. Da hast du auch gesprochen. Ja. Ein Yokai ärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Bei der Jagd kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören. Du meinst Yokai. Boah, also ich würde jetzt den Yokai nehmen, weil ich habe sonst keinen Dunst gerade. Ich schließe mich dir an. Ich würde den Yokai nehmen. Kann auch falsch sein. Okay. Sag mal dann. Ich habe ihn Gut. Das auch mal eingeloggt. Alles klar. So, dann Schuss. Tschüssikowski. Boah, aber wenn du nicht weißt, wie sich die Geister verhalten, ist das vielleicht schwierig, die Herausforderung. Ich muss jedes Mal nachgucken und nachlesen. Es war ein Gespenst. Scheiße. Super, super. Im ganzen Haus war Salz verteilt und es ist nicht reingelaufen. Und ich habe genau das Gegenteil. Ich habe genau Scheiße. Das Gegenteil gemacht. Ja, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Er war so viel unterwegs und es war kein einziger Fußabdruck im Salz. Ja. Dumm. Ah, richtig dumm. Das war blöd. Das war blöd. Okay. Denk, warum drückst du nicht auf Start? Oder war ich gar nicht bereit? Nee, du warst nicht bereit. Oh, das war richtig dumm jetzt. Ich habe genau, ich habe es genau verwechselt. Gespenst macht keine Fußabdrücke, ja? Oh, Scheiße. Oh Mann. Blöd. Ja, das war blöd. Das holen wir schon wieder auf, irgendwie. Das kannst gar nicht anders sagen, wie nur, dass das blöd war. Hast du schon gesagt, dass es blöd war? Mhm. Ich frage nur. Noch nicht oft genug. Okay. Das war saublöd. Was war das? Saublöd. Eins. So, fangen wir nochmal mit dem Salz an. Hier liegt schon was am Boden rum. Was ist das? Ein Knochen? Ja. Dann kriegen wir wenigstens so $20 immer zustande. Mhm. Komme ich auf die Idee? Ja, egal. Egal. Nur so lernt man. Hä? Kann sein, dass er diesmal in der Garage ist. Glaubst du? Ja, ich war. Okay, ich weiß, wo er ist. Wo ist das Klavier? Hier hinten ist das Klavier. Ne? Mhm. Ja, und nochmal. Das heißt, ich hole mir jetzt vorsichtshalber nochmal Salz.
Und schmeiße es einfach irgendwo hin und dann schmeiße ich das Kruzifix beim Klavier hin. Mhm. Wo war da hinten was zum Verstecken? War da hinten was zum... Da hinten war auch nichts zum Verstecken, gell? Nope. Gerade in dem Raum. Ich habe mich immer links neben dem Schreibtisch versteckt, aber das geht gar nicht, wenn der direkt da drin ist. Das kann ein bisschen kritisch werden. Das ist blöd. Hier gibt es sonst nichts. Das heißt, ich müsste eigentlich nach oben oder in den Keller. Er ist immer noch am Klavier. Er düdelt da hinten rum. Ich denke, es ist Mozart. So, ich habe das Kruzifix reingeworfen. Mhm. Jetzt schmeißt er hier im Ding was rum. Fußabdrücke hinterlässt er. Das haben wir schon mal. Fußabdrücke hinterlässt er schon. Das heißt, Gespenst fliegt raus. Diesmal ist es aber richtig rum. So. Okay. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich hingehen soll zum Verstecken. Das ist saublöd. Ich schau schnell, ob oben frei ist. Jo, Standardversteck ist frei. Mhm. Hallway ist unten. Mhm. Foyer. Das ist beides unten. Mhm. Ich glaube, der variiert zwischen den beiden Räumen. Ich möchte vielleicht trotzdem... lassen wir die kurz da. Ich möchte da drin irgendwie trotzdem was sehen. Wenn wir hier draußen sind. Ja. Mhm. Ich habe eine Interaktion gehört. War jetzt die Kerze an? Ich glaube, die war aus. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Kerze war aus. Haben wir das wieder als Ding? Parabol hast du aufgenommen? Passt. Ja. Kruzifix hat noch nicht funktioniert. Wir haben eine Kamera drin. Steht scheiße. Ich sehe das Kruzifix nicht. Ja, das Kruzifix würde eh nur funktionieren, wenn wir beide drin sind. Sicher, er huntet aber doch auch, wenn wir nicht drin sind, oder? Mhm. Er hat gerade wieder gespielt. Am Klavier. Hm.
Ja, das war das Kruzifix. Das war das Kruzifix, genau. Was haben wir denn? Gespenst habe ich schon raus. Spirit. Räucherstäbchen haben wir keine, gell? Nee, haben wir nicht. Hat, Phantom. Wintergeist. Mehrere Gegenstände gleichzeitig. Leeren Raum. Immer noch dasselbe. Benji. Kreuz. Parabol. Manchmal kann man das Geschrei eines Benji mit einem Parabolmikrofon hören. Okay. Das Geschrei brauchst du nicht. Jin bewegt sich schneller als eine Stromquelle. Bamare. Außer ich gehe oben rein, versteck mich. Oh. Versteckt man sich, so bewegt er sich sehr langsam. Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Okay. In Mare Revenant Shade. Wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinem Raum hat. Mhm. Sind wir gerade beide rausgegangen, als das Kruzifix angefangen hat? Ja. Mhm. Okay. Man jagen deutlicher als andere Geister. Dämonen fürchten das Kruzifix und sind in seiner Nähe weniger aggressiv. Kann ich jetzt dadurch nicht sagen. Die Sanity. Geräuchert kann man auch nicht sagen. Uni. Wer hätte mich jetzt fast gehabt? Hat er gehuntet? Mhm. Erhöht Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Und ich hatte halt das Parabol noch an. Und er hätte mich fast erwischt, der hat die Türen schon aufgemacht. Ach du Kacke, okay. Yokai. So, warte mal, wo war ich? Räucherstäbchen kann ich nicht sagen. Phantom. Einfluss auf die Sanity weiß ich auch nicht. Poltergeist. Recht viel Gegenstände geworfen hat er bisher nicht. Okay, ich mache jetzt Ausschlussverfahren. Benji. Wird ihr Ziel schwächen, bevor sie angreift. Könnte ich jetzt so nicht sagen gerade. Warten wir mal noch. Jin. Kann man auch nicht sagen. Mare wissen wir jetzt auch nicht. Okay. Also langsam ist er jetzt nicht unbedingt unterwegs. Wie sind die Temperatur? Mittelmäßig. Okay. Cemare. Da waren wir schon. Shade. Es ist schwieriger, einen schüchternen Geist zu entdecken, ja? Stärken, Schwächen. Ein Shade wird nicht jagen, meine Gesellschaft. Ja, ich bin tatsächlich schon ein bisschen auf dem Shade gerade. Dämon. Hat jetzt nicht besonders oft gehuntet, oder? Der Geist. Also seit ich drin bin, zweimal. Yurai. Sanity. Ausgeräuchert wissen wir nicht. Oni.
Menschen werden Oni deutlich aktiver und zehren im Geisteszustand alle um sie herum, wenn sie erscheinen. Häufig werden sie die Beute jagen. Oni verschwinden weniger häufig, werden sie... Hast du gesehen, ob der irgendwie blinkt oder irgendwas? Blinkt? Ja. Also ob er verschwindet und wieder da ist. Also, weißt du, was ich meine? Ich hatte mich versteckt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay. Soll ich schauen? Auf, die gefallen, dass er mich killt. Haben wir eine Kamera drin? Wir haben eine Kamera drin, gell? Vielleicht sehen wir sie ja da, wenn er erscheint. Er hunted. Schon wieder vorbei oder hat er dich? Nee, noch nicht vorbei. Jetzt ist vorbei. Okay, jetzt würde ich mal die Kamera anders hinstellen. Ich würde gerne sehen, ob der irgendwie... Was hat die Frage jetzt? Wo er spawnt? Scheiße. Nein, das ist ein Event, oder? Mm-mm. Warum hat er dann die Tür offen gelassen? Oh ja, dann doch. Wollte gerade sagen. Das war sauknapp. Das ist aber kein Event jetzt. Fuck. Nein! Oh. Okay. Er ist direkt vor der Haustür gespawnt. Da, wo sein Event geendet hat. Und jetzt läuft er noch weiter rum und sucht dich. Und schmeißt 10.000 Sachen durch die Gegend. Geht nach oben. Ist fertig. Aber jetzt kannst du schon schauen, wo er spawnt. Ja, und ob er da blinkt. Jetzt kann ich gucken, also. Er hat lang, also nicht schnell, sondern langsam. Immer mal wieder verschwunden. Aber das tun sie alle, glaube ich, oder? Nee, das tun sie nicht alle. Kruzifix ist durch. Kerzen sind aus. Boah, schwierig, ey, Alter. Weitermachen hier. Yokai. Hantu. Bei niedrigen Temperaturen können sich Hantu schneller bewegen. Hantu bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Würde ich jetzt nicht sagen. Ah, geht weiter. Wo kommt er her? Aha. Geht nach oben. Geht wieder nach unten. Geht in... War zum Schluss in der Garage, ist weg. Ist fertig. Also ich glaube schon, dass der hier hinten am Klavier irgendwo spawnt. Aber? Aber ich habe keinen Dunst, was er sein könnte. Boah, das ist echt schwer. Niedrige Temperaturen, das glaube ich nicht. Goryo zeigt sich nur vor der Kamera, wenn kein Mensch in der Nähe ist. Also er hantet schon wieder. Er kommt wieder von da hinten, ja? Geht wieder nach oben. Der kommt wieder von da hinten. Ich müsste mal... Läuft oben in den Räumen hin und her.
Ist fertig. Ist vorbei. Es hat die Frage, wo er ist. Boah, ey, ich habe gar keinen Anhaltspunkt, ey. Überhaupt nicht. Gorio zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn kein Mensch in der Nähe ist. Jetzt ist er wieder da hinten. Jetzt könnte man ihn vielleicht sehen, hä? Wenn er sich vor der Kamera zeigt. Aber der zeigt sich nur... Was heißt, zeigt sich nur vor der Kamera? Zeigt sich nur vor der Kamera, heißt aber mit Dots eigentlich, oder? Weil anders, der zeigt er sich ja nicht vor der Kamera. Ja. Meiling. Meiling ist es auch nicht. Ist nicht leise. Aber das ist jetzt echt schwer. Raichu kann elektrische Geräte, kann ich jetzt gar nicht sagen. Raichu Ubake. Umgebung hinterlässt es seltener eine Spur. Nein, Mimik ist es bestimmt auch nicht, oder? Mm-mm. Er hat sich nicht, er hat nichts geändert an sich. Er jagt schon wieder. Hä? Jetzt hat er mich. Im Schrank. Ja. Okay. Ich nehme jetzt... Was habe ich vorhin gesagt? Shade. Oh. Scheiße. Fuck, jetzt konnte ich nicht mehr einloggen. Scheiße. Jetzt vorhin gleich machen sollen. Nee, es wäre ein Jura gewesen. Oh. Okay, keinen Dunst. Also... Kann ich dir nicht sagen, dafür kenne ich die Geister zu wenig. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich jetzt noch ohne Räucherstäbchen hätte machen sollen. Ich hätte jetzt noch räuchern können. Ach, spielen wir doch wieder auf Profi. Ja, ich glaube schon. Da kommen wir nichts besser voran. Ist, glaube ich, gescheiter, ja. Welche Map? Warte, Profi. Achso, ich kann nicht Profi spielen. Musst du auswählen? Nee, ich kann nur fortgeschritten spielen. Ab wann kannst du Profi? Level 20. Und ich habe gerade 10 immer noch, oder? Hä? Ich kann Profi aber auch schon auswählen. Und ich bin Level 17. Ja, du bist aber Prestige. Du hast ja schon gespielt gehabt. Ich habe ja das Spiel erst frisch runtergeladen. Ah ja, stimmt. Genau. Gutes Argument. Deswegen. Also entweder wir spielen über mich fortgeschritten oder wir spielen über dich Profi. Es wäre schwachsinnig, wenn wir wieder eine neue Lobby erstellen. Also fortgeschritten spielen? Ja. Okay, alles klar. So, was nehmen wir? Ach, such du eine Map aus. Oh, ich kauf da mal das Zeug. Ich nehme Tanglewood Drive. Ist mir gerade momentan am liebsten. Nice. Sympathisch. Kann man mitarbeiten. Ja. Nach dem Herausforderungsdesaster, wenn du keine Ahnung hast, ist das, glaube ich, gescheiter so. Wie die größten Noobs. Oh Mann. Schauen wir einfach, dass wir die nächste Herausforderung schaffen. Bist du fertig? Sie. Gut. Zwei Minuten haben wir. Schau mal.
Wetter ist neblig. Unter 15 Grad. So kalt. So, hier ist die Tür schon offen zum Bad um die Ecke. Da ist Platz drin. Nice. Da nicht. Wie sieht es mit dem Licht aus? Licht ist aus. Was bist du? Ah, die Spieluhr. Mhm. Okay. Da ist auch Platz. Okay, dann würde es in den Keller gehen. Ne, da geht's hin, oder? Ja, also ganz hinten in den Keller. Das war, da war Schlafzimmer noch, oder? Ja, genau. So, du warst... Ich dachte warst jetzt... Warst du noch drin? Nee, ich bin gerade reingefetzt. Okay, ich habe die Tür nämlich zugemacht. Das F in meinem Namen steht für Freundlichkeit. Mhm. Ein Glück habe ich kein F im Namen. Stimmt. Warst du die Tür? Ja. Naja, stimmt. Es sind noch keine 2 Minuten um. Hier liegt die Hand. Knochenhand. Macht meine Hand am Boden. In der Garage, die Spinte sind auch leer. Ja, da habe ich schon aufgemacht. Ach, da warst du schon, okay. Licht ist an. Danke. Sorry. Ich hab doch immer nur gesagt, das Licht ist an. Muss mich doch deswegen nicht in den Keller sperren. Ich hab die Tür gar nicht zugemacht. Ich auch nicht. Hier unten wird's kälter. Ich hab. Ich hab Atem. Alles klar. Okay, gut. Hier wird's definitiv kälter. Mhm, ich habe Ausschlag gehabt, EMF, aber nicht viel, hat nicht für 5 gereicht. Okay, gut, aber ich würde mal behaupten... Keller. Keller. Hallo. Nimmst du jetzt mal bitte das Ding? Ja, kalt, aber nicht Gefrierart. Nicht. Gefrierpunkt. Gefrierpunkt, genau. Was immer. So. Dann brauchen wir die Dots und die Kamera. Oui, oui. Einmal. Zweimal. Das Buch. Wo bist du? Scheiße. Die war Schnee. Oh Mann, keine Chance. Super.
Mist. Okay, aber ich meine, ich habe Orbs gesehen. Mhm. Was ist das? Was ist das? Achtung. Die? Ich sehe die gar nicht. Die sind doch im Keller, oder? Nö, ist fertig. Okay. Das war auch ganz schön aggro. Mhm. Also Kamera steht aber. Ich meine, ich hatte Orbs gesehen. Ah, die Dots sind ziemlich scheiße platziert. Ich habe sie gar nicht platziert. Ich habe es nicht mehr geschafft. Oh, okay. Ja, die sind irgendwo, liegen die da unten rum wahrscheinlich jetzt. Ja, ich glaube ganz leicht sieht man Orbs. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin wieder drin, ich guck mal nach EMF, sagt nein. Cool, der Schaukelstuhl in der Ecke hat schaukelt gerade. Nice. Bist du hier? Schreibe in das Buch. Wo bist du? Ah, okay, wir haben Box. Achtung. Ah. Die kriecht hier unten am Boden rum. Deswegen habe ich sie das letzte Mal wahrscheinlich auch nicht gesehen. Kriecht nach oben. Ist fertig. Vorbei. Ich habe das Dots jetzt nicht gesehen unten. Wo bin ich denn verreckt? Wo bin ich verreckt? Da müssen sie liegen. Oben. Ja, verschwinden die immer? Verschwindet das Zeug immer, wenn ich verrecke? Normalerweise nicht. Meine Taschenlampe liegt ja auch noch da. Ich bin mir fast sicher, das backt sich durch den Boden durch und haut und verschwindet deswegen. Handabdruck. Handabdruck. Ultraviolett, okay. Ultraviolett haben wir auch. Es kann Phantom, Poltergeist oder Mimik sein. Was ist los? Bei mir kommt gar nichts. Ultraviolett, Orb und Geisterbox. Orb? Ja, dann ist es kein Orb. Nö. Dann ist es doch kein Orb gewesen. Okay, dann fliegt der Orb schon mal raus. EMF fliegt auch raus. Der Rest könnte noch. Dots, Geisterbuch oder Gefriertemperatur. Okay. Ja, super. Dots. Das ist scheiße. Jupp. Ich weiß nicht, vielleicht siehst es du eher, aber ich glaube nicht. Ich nehme jetzt einfach mal das Kruzi mit runter. Poltergeist, glaube ich, ist es aber nicht. Dafür schmeißt er zu wenig durch die Gegend. Phantom? Na. Hat der Mimik? Bei Mimik würden wir aber Dots sehen, oder? Nee. Ja, wir haben ja vermutet, dass da welche sind.
Ah, Gefrierhammer. Gefrierhammer, okay. Also Ultraviolett, Gefrier und Box hatten wir. Dann ist es Mimik. Dann ist es Mimik. Achtung, er kommt. Wo bist du? Draußen? Kommt wieder hoch. Ist fertig. Okay. Ein Mimik. Ui. Hast du eingeloggt? Habe ich den eingeloggt? Ja. Nicht, dass ich wieder verballer. Okay. Das bringt, frag ich lieber bei dir. Wir hätten noch räuchern können, aber ist egal. Ach scheiße, stimmt. Ja. Wow, wow, wow. Bin ich da noch so eine Fetzer und hau mir den Rest Döner rein oder nicht? Der Mimik, schön. Gerade schon ein bisschen Bock. 54. 87. Morgen wieder die Willow, die ist easy going. Willow Street, ja. Ja, genau, die war, die hat mir besser gefallen, glaube ich. Oh. Bereit. Bist du noch am Einkaufen? Ah, ach du lieber Gott, okay. So viel wollte ich gar nicht. Zwei Kruzifix, zwei Thermometer, Halleluja. Drei Taschenlampen. Sind trotzdem noch drei Taschenlampen. Ach, leck mich doch am Arsch. Mach ich gerade für eine Scheiße. Ja, das ist mir schon, das ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwie ist dieses System hier zum Hinzufügen und keine Ahnung, was ist irgendwie ein bisschen komplett undurchsichtig. Ich kenne mich da gar nicht aus. Automatisch kaufen, automatisch hinzufügen und dann musst du aber trotzdem noch irgendwie hinzufügen. Keine Ahnung. Na, passt schon. Falls du eine Taschenlampe verlierst. Ja, genau. Wenn ich wieder mal sterb. Ja. Boah, scheiße, da bräuchte mir eigentlich zwei Dots. So, ich muss mal kurz hier nacharbeiten. Warum? Zack, oh, fertig. Okay. Dann. Ich sag's, Mister, vergeude nicht die ganzen Taschenlampen. Dann. Bitte was? Vergeude nicht die ganzen Taschenlampen. Nee, das ist kostbar, das ist gut. Ist das sehr? Guter Platz, gute Qualität. Was haben wir denn für ein Wetter? Gutes Wetter. Mhm. Das heißt, Thermometer sollte relativ schnell anschlagen können. 15 Grad stark bewölkt. Mhm. Ich finde schön, dass du so die Initiative ergreifst und direkt reinstimmst. Klar. Ich war noch nicht drin. Okay, hier vorne ist nichts zum Verstecken. Knochenfuß direkt hier in der Küche am Boden. Lass mal den Gang ab, Kellertür ist offen. Er hat's mit elektronischen Geräten. Warte, lass mich ein Foto machen. Licht ist aus. Lass mir bitte an, das ist genau meine Musik. Boah, ernsthaft? Ja. Ah, ich habe EMF nicht viel. Kann ich gut einschlafen mit solcher Musik? Boah, nee, das mache ich aus, hey. Hör ich ihn ja nicht. Boah. Ich kann sonst nicht mehr einschlafen. Meine Ohren. In der Garage kann man sich verstecken. Hier ist ein Schuh durch die Gegend geflogen anscheinend. Also hier Entschuldigung. Drin ist er offenbar aktiv. Warte mal. Und hier ist ein Dings.
Temperatur sinkt hier herin. Hierin sinkt die Temperatur. Ich schmeiß das EMF auch mal da rein. Haben wir noch ein zweites? Wir haben noch ein zweites Thermometer, gell? Oder? Ja. Okay, gut. Ja. Warum? Ich habe das eine jetzt in den Raum geschmissen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auch wirklich da richtig ist. Es könnte auch sein, dass er vielleicht den Raum gewechselt hat. Unwahrscheinlich bei Fortgeschrittenen. Bei Fortgeschrittenen unwahrscheinlich. Kommt auf den Geist drauf an, oder? Ja, außer wenn er wandert. Okay, keine Ahnung. Schreibe in das Buch. Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Schreibe in das Buch. Wo bist du? Bist du freundlich? Bist du böse? Bist du Bastard? Psst. Sei doch nicht so. Gib mir keine Antwort, ne? Ah ja. Danke. War das so schwer? Den muss man ja straight beleidigen, damit er dann eine Antwort gibt, oder? Ja. So, das war die Box auf jeden Fall. Und Fingerabdruck hatten wir auch. Hast du auch gehabt? Okay. Mhm. Phantom, Poltergeist oder Mimik, wie gerade eben auch schon mal. Da heißt es. Müssen wir noch die Kameras gucken? Gott, hier muss. Oh. Was ist los? Ich glaube, ich bin zu fett für meinen Stuhl. Ist das überhaupt möglich? Traurigerweise ja. Scheiße. Egal, kaufen wir einen neuen. Scheiße, hab ich da jetzt was gesehen oder habe ich da nichts gesehen? Verdammt. Den habe ich von meiner Vormieterin übernommen, den Stuhl. Wieso lässt man einen Stuhl da? Okay. Muss ich doch den Schreibtisch da lassen. Okay. Wo sogar noch ein Bildschirm drauf stand. Okay. Na ja, gut. Und der ist sogar zum Teller. So kann man es natürlich auch machen, wenn man keinen Bock mehr hat, irgendwas wegzuschmeißen oder so. Ja, das war von der Arbeit aus ein Bildschirm für Homeoffice. Oh. Und Bob hat sich gefreut, jetzt hat er einen im Keller. Okay. kann das nicht dritten im Boot. Okay, Orbs sehe ich keine. Mm-mm. Siehst du sie jetzt? Nee. Okay. Was kann denn rausfliegen? Orbs fliegen sowieso raus. Mhm. Dots nicht. Gefrier nicht. Geisterbuben nicht. Habe ich jetzt vergessen, Streichhölzer zu kommen. EMF fliegt raus. What the hell? Ernsthaft? Okay. Hoppala. Okay, wir haben sowieso die Auswahl Geisterbuch, Dots und Gefrier. Da nochmal rein in die gute Stube. Haben wir hier noch was? Wie heißt denn der Fisch heute? Corey Rades. Ah. So, was habe ich noch? Ich habe nur noch das Thermometer. Ich habe mich mit einem Thermometer bewaffnet. Oh, er spielt schon wieder mit elektronischen Geräten.
bei 0 Grad gerade. Scheiße. War. War Event. Ja. Ich bin weggerannt, wollte ein Foto machen. War jetzt nicht so klug. Hm. Okay, aber recht kalt ist es da jetzt auch nicht unbedingt. Was hast du gesagt, war das? Licht ist an, nice. Also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, dass der wirklich... Ja gut, okay, es kann auch sein, dass er einfach nur vor der Tür gespawnt ist. Ich bin tot. Wo ist denn gestorben? Direkt an der Tür zwischen Küche und Wohnzimmer. Also ich habe gar keine Chance gehabt, wegzulaufen. Er hat Nachttischlampe angemacht. Du Hund! Lucifix? Ist ein aggressiver Bastard. Was haben wir denn? Phantom, Mimik, Poltergeist. Phantom. Achtung. Oder? Nee, das war der Radio. Das war der Radio. Geister, Phantom? Der Hunted, oder? Ja, du versteckst dich schon. Okay. Hab's gerade nicht geschnallt, sorry. Phantom, Poltergeist. Mimik. Okay, wir haben aber auch keine Orbs. Außer sie kommen noch, oder sie sind, keine Ahnung, sie kommen recht spät. Kann durchaus sein. Ist schwierig, vielleicht sollten wir noch einmal gucken nach Orbs. Aber Orbs sind rausgeflogen, oder? Orbs sind rausgeflogen, genau. Gefrier wäre Mimik. Ich glaube aber nicht, dass wir... Der Hunted noch. Ich meine aber nicht, dass wir Gefrier hatten. Gefriertemperatur. Ist vorbei? Ja. Okay. Ich
schau jetzt nochmal gefrier. Obwohl ich schau erstmal nochmal. Ach scheiße, jetzt hat er mich. Fuck. Ich sag nochmal Mimik. Ich hab Phantom genommen. Was wird der Phantom? Doch Phantom, okay. Warum habe ich jetzt mit. Nein, die Mimik wäre das mit den Orbs gewesen. Blödsinn, okay. Mhm. Ja. Oh Gott. Scheiße, sonst muss ich wieder alles kaufen. Ja, lass doch mich mal jetzt was kaufen hier. Ich habe 5000 schon. Okay. Stell dir vor, was kann ich denn alles kaufen? Was brauchen wir denn? Was haben wir denn? Kauf, was dich glücklich macht. Kauf, was dich glücklich macht, ist gut. Haben wir denn irgendwas? Ah, wir haben. Ist das Standard, der ist immer dabei, oder was? Mhm. Okay. Wir brauchen aber noch eine zweite Taschenlampe. Mhm, okay. Ein Kruzi braucht mal Licht. Taschenlampe. Fotoapparat. Mhm. Kaufst du das alles so einzeln? Dots gerade schon, ja. Dots haben wir einmal. Bitte? Dots haben wir schon einmal. Das reicht. Dots haben wir. Okay. Ultraviolett haben wir auch einmal. Ja. Kamera haben wir. Einmal. Stativ haben wir auch? Ne, Stativ haben wir nicht, gell? Nee. Du kannst bei Shop und Lager kannst du bei jedem einfach auf Plus gehen und dann auf Kaufen und hinzufügen. Ja, genau, richtig. Ich habe es jetzt alle erst einmal, ich habe jetzt überall erstmal Plus gedrückt. Das war jetzt Kruzifix, Taschenlampe, Fotoapparat und Stativ. Mhm. Was fehlt noch? Kaufen, hinzufügen. Habe ich das jetzt hinzugefügt? Ja, habe ich hinzugefügt, okay. Ja. Was fehlt noch? Kerze. Eventuell Salz. Okay, Kerze kann ich nicht. Salz kann ich. Dann nehme ich einmal. Ein Salz kostet 140, okay. Salz habe ich. Was? Ein Salz kostet 15. Ach, das ist alles dann noch drin. Ah, jetzt habe ich es doppelt gekauft, oder? Also Taschenlampen haben wir jetzt 3 Kruzis auch. Oh, muss ich den ganzen Scheiß etwa wieder rausnehmen, oder was? Ach Gott, ja, okay. So, warte mal, was haben wir jetzt? Kruzifix. Warte mal, Shop, Lager, Ausrüstung. Da kann ich da irgendwas... Nee. Ich kann es nur hinzufügen. Ich kann es nicht mehr zurücknehmen, oder wie? Darunter müsste eigentlich Entfernen stehen. Stufe 1, Shop-Lager, Ausrüstung. Ja, ist schön, aber... Jetzt warte mal, was sag mal, wenn ich jetzt eine Taschenlampe entfernen mache? Ah, das hat funktioniert. Taschenlampe entfernen, okay. Was haben wir noch? Fotoapparat brauchen wir keine 2. Stativ brauchen wir auch keine 2, oder? Okay, ja, das ist ja saudämlich, okay. Dann muss ich das wieder so machen. Boah, das ist ja saublöd. Das und das entfernen. Minus, minus. Boah, okay. 2 Kruzifix brauchen wir auch nicht. Das nehme ich auch nochmal raus. Entfernen. Also ich glaube, da müssen sie nochmal ran. Das ist nicht so geil. Okay, jetzt passt aber, oder? Salz, Fotoapparat, Taschenlampe, Kruzifix. Das Einzige, was ich nicht kaufen kann, ist Kerze und Streichhölzer. Oh. Oh. Okay. Passt schon.
Räucherwerk haben wir zweimal. Okay. Ja, gut. Können wir? Seh? Gut. Aber also einfach mal Geld auch was ausgeben hier. Dafür habe ich es doch. Vor dem Update Weil vor dem Update haben wir gerade ja nicht immer voll gebunkert wie die größten Zigos. Hier ist nett, ha? Schon langsam, ja. Machen wir da eine letzte Runde, oder? Ja, würde ich sagen. Was? Dann kann ich mal mit mein Abendschläfchen, das unterbrochen wurde, weiterführen. Ja, genau. Was darin endet, dass ich 3 Stunden wahrscheinlich gefühlt noch in TikTok online bin. Super. Ja, ich habe so viel Zeit. Haben wir schon überlegt, Hobbys zu suchen, dachte mir, nee. Hobbys? Was ist das? Das sind soziale Kontakte, dachte ich mir auch, nee. Gleich mal nach der Temperatur, wie sieht es eigentlich mit dem Licht aus? Licht ist aus. Achso, ja, das habe ich jetzt vergessen. Der Stromkasten ist unten im Keller. Wunderbärchen. Nix Verstecke möglich. Okay. Ja, Wange, lange bald offen ist die Tür da unten. Welche? Keller. Okay. Hans Jürgen macht die Tür sicher. Elfe Bübsche, sie wieder und ich schon. Immer ist die Tür auf. Keller wird kalt. Ja, der Hans Jürgen, der hat schon wieder die Tür aufgelassen. Sie würde auch nicht. Ich sag's dir auch. Hinterer Kellerraum wird wieder warm. Er ist im Vorderen. Herr Kruzifix, lass mich raus, du Depp. Schlimm, die Jugend von heute. Nee, im Raum wird's wieder wärmer. Das im Vorderen? Ja, ja, in beiden Räumen wird's wieder wärmer. Er ist im Gang. Oh. Da wird es wieder kälter. Ja. Vielleicht sollte ich nicht immer das Zeug so weit reinschmeißen. Er schmeißt was durch die Gegend. Hat die Säge geschmissen. Foto. EMF hat aber nicht ausgereicht. EMF 4. Okay. Schreib in das Buch. Wo bist du? So. Was machst du? Bist du freundlich? Gut, geht doch. Was hat er gemacht? Hat er gequatscht? Und Buch drauf. Wir haben Buch und Box, oder? Mhm. Poltergeist, Mare, Moroi oder Diogen? Oh, Diogen ist noch drin. Oh, okay. So. Wie ist die Sanity? Wir sind noch über 50%, das heißt, ich krieg die Kamera noch rein. Hoffentlich. Was sind noch die Nebenaufgaben? Ja, ich habe noch gar nicht geguckt. Anwesenheit können wir nicht machen, Zeuge eines Geistererlebnisses.
Oder Parabol können wir auch nicht machen. Das ist ein Polti. Meinst du? Mhm. Weil? Weil wir schon alles drei haben. Hä? Ja. Wir haben Buch, wir haben Box und wir haben Fingerabdrücke. Von den Fingerabdrücken wusste ich jetzt nichts. Okay, alles klar. Gut, dann hat sich's erledigt. Fingerabdrücke habe ich nicht mitbekommen. Achso, ja doch, Fingerabdrücke. Okay. Und wir können keine Nebenaufgaben machen. Einfach nur werde Zeuge eines Geisteserlebnisses, die einzige, die wir machen könnten. Ne? Okay. Ja, das war jetzt so eine schnelle Runde. Ja, das stimmt. Ultraviolett, das ist ein Poltergeist. Hatte ich sogar schon eingeloggt, okay. Gut, aber ich glaube, ich mache trotzdem Feierabend. Ich bin müde jetzt sowieso. Ich auch. So, nochmal schnell ein bisschen Kohle kassieren, wenn wir mal den richtigen Geist haben, ausnahmsweise. Jawohl. Ich glaube, für Diablo ist mir jetzt schon zu spät. Poltergeist, stell dir vor. Nein. Vierhunderteinundvierzig. Neues Level freigeschaltet. 541, warum habe ich bitte 100 mehr? Hast Täglich du eben. kaufe Ja. Gegenstände im Laden, ja. Das erste Mal Gegenstände gekauft, okay. Moin. Das ging auch. Boah, ich bin kurz vor Level 11, hey, so ein Scheiß. Ja, gut. Egal. Gut, alles klar. Was? Schreiben uns zusammen, Dann wenn wir es nächstes Mal spulen? würde ich sagen, wir schreiben uns wieder zusammen. Und ich glaube, Susu schlaft schon. Ach, Da kommt super. nämlich nichts mehr. Scheiße, wir werden die Nacht eingepennt. Was macht ihr hier? Ich habe kein Wort verstanden, was? Ah. Wahrscheinlich ist sie mit dem Handy eingepennt in der Hand. Ja, möglich. Okay. Also, gutes Alles Nächtle. klar. Jo, gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, wie man gesehen hat, ist es heute leider nicht so gut gelaufen. Aber ist ja nicht so tragisch. Wenn ihr sehen wollt, wie ich weiterlerne oder ob ich weiterhin total verplant durch die Gegend laufe, dann kommt doch gerne im nächsten Stream vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Like da, abonniert bitte den Kanal. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Servus.